Yo Leute, was geht? Heute geht es um 10 Menschen, die nur in 1000 Jahren geboren werden. Also um einzigartige Menschen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwelche einzigartigen Menschen, die wirklich super, super, super selten geboren werden. Auf dem Kanal von Weise Eule. Schauen wir uns das Video an. Lasst ein Like, abonniert den Kanal und let's go mit dem Video. Auf unserem Planeten leben fast 8 Milliarden Menschen und es ist keine Überraschung, dass einige von ihnen ganz anders aussehen als andere. Es gibt Menschen, die besonders einzigartig sind, die mit seltenen Krankheiten oder außergewöhnlichen Merkmalen geboren wurden, die sie ungewöhnlicher machen als alle anderen. Im heutigen Video zeigen wir euch 10 Menschen, die nur einmal in 1000 Jahren geboren werden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Bin mal gespannt, ey. Nummer 10. Let's go. Um sein Dilemma mit dem größten Kind der Welt zu lösen, bot der gebürtige Chinese Zhang Du... What? Alter. Der, also das ist ja krass. Was ist das für ein Riesenkinn? Und das da hinten, ist das... Ich kriege jetzt langsam The Last of Us Vibes. Ist das irgendwie eine Pilzinfektion? Ich weiß es nicht. Du sein Kinn als Werbefläche an. Das Geld sollte in eine Operation fließen, um sein Kinn zu verkleinern. Zhang Du wurde in Li Shuguo in Zentralchina geboren und hatte als Baby nicht sofort ein so großes Kind wie jetzt. Als er älter wurde, bekam er nach und nach Pusteln im Mund, die immer größer wurden und sein Kind dramatisch vergrößerten. Pusteln? Ist das eine Art Pilz? Kann sein, ne? Boah, Cordyceps, The Last of Us. Oh oh, oh oh. Die Kosten für die Operation, die er benötigt, ein Ersatz des Unterkiefers, belaufen sich auf etwa 5300 Euro. Es geht auch nicht nur um den ästhetischen Aspekt, sondern er braucht diese Operation auch, um sein Aussehen zu verändern, da er aufgrund der Größe seines Kinns seinen Mund kaum noch schließen kann. Das hat zur Folge, dass er enorme Schwierigkeiten beim Essen und Trinken hat. An den meisten Tagen verlässt er sein Haus nicht, weil er Angst hat vor den Reaktionen der Öffentlichkeit. Ja, ich weiß nicht. Also man sieht doch, dass das eine Krankheit ist. Das ist, dass der sich das nicht ausgesucht hat, ist doch klar. Warum sollte man Leute auslachen für Körpermerkmale, die sie sich nicht selber ausgesucht haben? Ja, also ich meine, ich verstehe es, wenn man, also generell, man sollte nicht über Leute lachen, ja, die Äußerlichkeiten haben, egal ob sie absichtlich sind oder nicht. Aber bei so einem Mann da lache ich nicht. Ich finde, es sieht ja auch nicht witzig aus. Also vielleicht könnte er in irgendeinem Film mitmachen. Wenn er ein guter Schauspieler wäre, vielleicht wäre das eine gute Superheldenrolle. Irgend so ein Superschurke. Dann spart man sich das Make-up und der würde überall erkannt werden. Rumeysa Gelgi aus der Türkei ist als die größte Frau der Welt bekannt. Sie ist knapp über 2,1 Meter groß. Sie hat das Weber-Syndrom, eine unglaublich seltene genetische Störung. Rumeysa war die erste Person in der Türkei, die die... Ich sehe es, ne? Sie hat einen extrem langen Hals, extrem große Ohren und ihr Kopf ist kleiner, als der Hals dick ist. Wow. Diese Diagnose erhielt und es wird geschätzt, dass es weltweit nur etwa 150 ähnliche Fälle gibt. Die Tatsache, dass sie alle Anwesenden überragte, hielt sie nicht davon ab, das strahlendste Lächeln im Raum zu haben. Sie ist nicht nur im technischen Bereich tätig und hat eine Ausbildung als Webdesignerin absolviert, sondern hält auch 5 Guinness World Records Titel. Darunter ist der Titel für die größte Frau der Welt und für die größten Hände einer Frau. Boah, ey, die tut mir aber leid, ne? Man sieht, die kann nicht ohne Gehstock gehen, weil sie wahrscheinlich zusammenbrechen würde, ne? Rumeysa glaubt, dass man auch aus scheinbar negativen Dingen etwas Positives machen kann. Ja, ich meine, der Mann mit dem größten Kinn, der würde auch einen Weltrekord haben, oder? Nummer 8. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, Kenneth Brumley war einst ein talentierter Sportler. Das heißt, bevor die Dinge eskalierten, bis er der schwerste Mann der Welt wurde. Was ist passiert, werdet ihr euch fragen. Als junger Mann konnte er nicht genug von Fast Food bekommen und gewöhnte sich daran, mehr als 30.000 Kalorien pro Tag zu sich. Was? 30.000? Ich finde, alleine 3.000 ist schon heftig, ja? Aber nochmal das Zehnfache. Wie viel muss man denn essen und wie viel muss man Geld haben, um sich das überhaupt leisten können am Tag? 30.000? Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel, Leute. Nehmen wir mal ein Beispiel. 20er Chicken Nuggets, 10 Euro, haben 1.000 Kalorien. Als Beispiel, also 1.000 Kalorien sind 10 Euro. Der Typ isst 30.000 Kalorien am Tag, das sind 300 Euro. Mindestens 300 Euro, die er am Tag für Essen alleine ausgibt. Sich zu nehmen, das entspricht dem, was ein durchschnittlicher Mann in 2 Wochen isst. Ein Dokumentarfilm Wahnsinn. Zeigte den Moment, als die Feuerwehr buchstäblich die Wände seines Hauses einreißen musste, um ihn zu retten.
Zu diesem Zeitpunkt war sein Bett unter seinem Gewicht zusammengebrochen und er konnte seinen eigenen Körper nicht mehr tragen. Im Krankenhaus schätzte man sein Gewicht auf unglaubliche 468 Kilogramm. Glücklicherweise Krass. Geht es ihm heute viel besser. Allerdings ist er mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden, da er inzwischen einen Großteil seines Gewichts verloren hat. Hey, immerhin cool, er hat's geschafft. Aber diese überschüssige Haut, die bleibt, ne? Die muss wegoperiert werden. Nummer 7. Vom Anfang bis zum Ende ihres Lebens soll Carol Orsel schnell und wild gelebt haben. Kurz vor ihrem tragischen Tod wünschte sie, dass ihr Körper dem Muttermuseum zu pädagogischen Zwecken zur Verfügung gestellt wird. Aber warum, werdet ihr euch fragen? Carol litt an einer der seltensten und schmerzhaftesten Krankheiten der Geschichte. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Warte mal, kannst du das nochmal aussprechen? Krankheiten der Geschichte. Was für eine Krankheit? Ich versuch's mal, Leute, ich versuch mal. Versucht es mal kurz. Eine Challenge an euch. Probiert dieses Wort, diese Krankheit, was auch immer der da reinschreibt, gerade sagt, einfach als Kommentar reinschreiben. Probiert es. Jetzt, Achtung, let's go. Fibrodysplasia ossificans progressiva. Auch bekannt. Fibro, ich bin raus. Bekannt als FOP. Es handelt sich um eine genetische Störung, die dazu führt, dass ihr Gewebe zu Knochen verhärtet. Und zwar... Oh, das tut so weh. Ich habe das ja selber mit meiner Erkrankung, dass meine Wirbelsäule ein bisschen verknöchert. Und deswegen muss ich viel bewegen, viel Sport machen und gesunde Ernährung und dehnen. Sonst könnte die Wirbelsäule verknöchern. Nicht zu gewöhnlichen Knochen, sondern zu einer Art Doppelskelett. Der Körper bleibt in einer bestimmten Position gefangen, wenn sein eigenes Skelett ihn einschließt. Heute ist Carols Skelett in dem von ihr gewünschten Museum neben dem einzigen anderen ausgestellten Skelett eines Harry Eastlake zu sehen. Das ist krass, ne? Dass das mal ein Mensch war und sie hat freiwillig gesagt, sie möchte in diesem Museum ausgestellt werden. Boah, das ist so gruselig. Es ist so gruselig, das sich vorzustellen. Aber man sieht tatsächlich, dass die Knochen einfach dicker wurden an gewissen Stellen. Dass die nicht bewegbar waren. Weil die sind größer geworden. Im Beckenbereich vor allem. Wow. Nummer 6. Das ist tragisch. Xia Yuanhai ist auf der Also mir fällt nichts anderes ein, als sagen, das ist der hübsche Thaddäus. Das ist der hübsche Thaddäus. Das ist GigaChat. Gleichen Mission, um Geld für eine Operation zu sammeln, mit der das, was er ein fremdes Gesicht nennt, repariert werden soll. Xia wurde im Dorf Laotu in Chongqing im Südwesten Chinas geboren. Schon in jungen Jahren entwickelte er eine sogenannte Gesichtshyperplasie, eine drastische Gewebevergrößerung. Sie entwickelte sich jedoch nicht sofort und da die erforderliche Behandlung damals zu teuer war, ignorierte seine Familie das Problem. Jetzt die Familie ignoriert das Problem. So unverantwortlich, ey. In seinen 50ern hat sein Zustand nicht nur sein Gesicht beeinträchtigt, sondern auch seine Sinne sind irreparabel geschädigt. Sein Gehör zum Beispiel ist jetzt fast vollständig verschwunden und er bräuchte eine Operation, die als bahnbrechend bezeichnet wird, um seinen Zustand zu behandeln. Auf den meisten Bildern ist sein Bruder neben ihm zu sehen, der ihm hilft und die notwendige Unterstützung bietet. Das ist krass. Nummer 5. Das ist ja mal krass. Darf ich vorstellen? Das Minnesota Woolly Girl, das eigentlich Alice Elizabeth Doherty heißt. Sie ist buchstäblich eine von Tausenden, denn sie ist die... Das sind diese Wolfsmenschen, ne? Die Haare überall haben im Gesicht. Einzige amerikanische Person in der Geschichte, die an Hypertrichosis lanuginosa litt. Das heißt, als sie am 14. März 1887 geboren wurde, hatte sie volles Haar und kein Mitglied ihrer Familie hatte die gleichen Merkmale. Ihre Familie wollte jedoch die Einzigartigkeit ihrer Tochter ausnutzen und warb für sie als Attraktion. Oh mein Gott, das ist so ekelhaft. Die wollten Geld mit ihr machen, weil sie so besonders aussah. Oh, das tut mir so leid für sie. Von ihrem zweiten Studienjahr bis zu ihrer Pensionierung mit 28 Jahren im Jahr 1915 ging sie auf Tournee. Ein Reporter nannte sie sogar einmal das wunderbarste Baby der Geschichte. Die Haare, die ihr im Gesicht wuchsen, waren seidig und als sie 5 Jahre alt war, waren sie bereits mehr als 12 Zentimeter lang. Die Haare wuchsen weiter und waren im Teenageralter fast doppelt so lang. Ob man es glaubt oder nicht, aber ihre Touren verschaffen der Familie eine finanzielle Stabilität, die es ihr ermöglichte, sich bequem zur Ruhe zu setzen. Ich weiß halt nicht, was ihre Meinung dazu war. Hat es ihr gefallen? Wollte sie das? Wenn ja, dann okay, go for it. Aber das ist schon heftig, ne? Also die Familie nutzt es einfach aus. Yo, wir haben den Jackpot, wir haben 6er Lotto Tochter bekommen. Nummer 4. Ganz kritisch. Anne Hawkins Brüste begannen sich schon in jungen Jahren zu entwickeln und als sie 9 Jahre alt war, hatte sie die Größe 36D. Und sie haben seitdem nicht mehr aufgehört zu wachsen.
Anne wurde am 22. Dezember 1956 geboren und hält damit selbst den Guinness-Weltrekord. Sie wiegen jeweils 30 Kilogramm. 30 Kilogramm pro. Das heißt, mal zwei sind 60 Kilo. Nur das hier. Nur das da vorne. Was? Und auf der Suche nach einer Erklärung für ihren Zustand. Die muss ja Bodybuilderin sein. Wie kann sie das tragen? Diagnostizierten die Ärzte bei ihr schließlich Gigantomastie. 1991 lernte sie Alan Turner kennen, einen Offizier der Air Force, der sich als die Liebe ihres Lebens und der zukünftige Vater ihrer beiden Kinder entpuppte. Anne ist stolz auf ihr Aussehen und versucht nicht, es zu verstecken oder zu verbergen, obwohl die Ärzte ihr raten, sich einer Operation zu unterziehen, um es zu verkleinern. Obwohl sie unvermeidliche Rücken und... Also ich meine, verkleinern heißt hier trotzdem nur ein bisschen, ne? Also die werden ja immer größer, ne? Muskelschmerzen hat, sagt sie, dass sie ihre Rückenmuskeln entwickelt hat, um das Gewicht zu tragen. Aber sie schläft nie auf dem Rücken. Nummer 3. Boah, wobei... Ja gut, stimmt, wenn sie nicht auf dem Rücken schläft, dann geht das ja extrem auf die Brust, ne? Ist sie Seitenschläferin? Ach, keine Ahnung, Leute. William Johnson ist ein Mann, der als Zip the Pinhead bekannt ist. Während seiner Karriere als Zirkusstar verkaufte er mehr Eintrittskarten als andere einzigartige Menschen zu dieser Zeit. William wurde mit einem kleinen, spitz zulaufenden Kopf geboren, was seine Eltern dazu veranlasste, ihn bei Somerville's Van Ambers Circus auszustellen. Erst 1860 gab ihm der berühmte P.T. Barnum Circus den Namen Zip the Pinhead. Er war auch unter anderen Namen bekannt, darunter The Missing Link und der Monkey Man. Der Monkey Man. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich halte mich da lieber raus. Verdient er ziemlich viel Geld und wurde so berühmt, dass er 1932 in einem Film mit dem Titel Todd Browning's Movie Freaks zu sehen war. Neben seinem Erfolg in der New Yorker Zirkuswelt wurde er später zu einer festen Größe auf der Strandpromenade von Coney Island. Nummer 2. Okay. Was unterscheidet einen bewohnbaren Planeten von anderen Planeten und was ist die Quelle des... Was? Gibt jemand, der allergisch auf Wasser ist? Warte, wie kann man so leben? Geht das überhaupt? ...des Lebens. Es ist Wasser. Ashley Morris ist jedoch eine Frau mit einer verblüffenden und schweren Allergie, denn Wasser macht sie allergisch. Sie hat sich inzwischen daran gewöhnt, aber... Wie geht das? Wie trinkt sie? What? Ihre Allergie, die Aquagene... Alter, wenn's regnet, das ist ja wohl ihre... Das ist doch ihr größter Albtraum. Regen und Schnee ist ihr größter Albtraum. Ach, geh in die Wüste oder geh nach Los Angeles, da regnet es nie. Ikaria, genannt wird, macht das Duschen oder Baden zur Qual. Es gibt nur wenige Fälle wie Ashley und man nimmt an, dass sie die Krankheit entwickelte, nachdem ihr eine zu hohe Dosis Penicillin verabreicht worden war, was ihren... Antibiotikum also. Ja. Histaminspiegel für immer veränderte. Abgesehen von ihrer Wasserallergie führt sie ein normales Leben und hat sogar Journalismus an der Universität studiert. Wie? Also sie hat eine Wasserallergie, aber wie trinkt sie? Trinkt sie einfach Wasser? Also es sah gerade so aus in diesem einen Clip, als würde sie einen ganz normalen Eistee trinken. Ist Eistee nicht auch Wasser drin? Abgesehen von ihrer Wasserallergie führt sie ein normales Leben und hat sogar Journalismus an der Universität studiert. Kann man dem Wasser nicht irgendwie was zusetzen, wie eine gewisse Menge Salz oder so, dass sie damit sich waschen kann? Vielleicht, ne? Würde mich interessieren, weil leider hat Weiße Eule hier nicht genaueres gesagt. Stellt euch vor, ihr habt eine Luftallergie. Oh. Oder eine Atmenallergie. Oh. Das ist Grace McDaniels, besser bekannt als die Frau mit dem... Leute. Ich habe bitte niemand, okay? Niemand schreibt hier irgendwas mit Homer Simpson. Bitte. Niemand. Wir wollen ja wissen, was das Schicksal dieser Frau ist. Sie ist auf Platz 1. Dem Maultiergesicht. Grace hatte das Sturge-Weber-Syndrom. Das heißt, sie hatte eine übermäßige Menge an Haut im Gesicht, die bis unter das Kinn herabhing. Diese beeinträchtigte ihr Leben in jeder Hinsicht. Sie brauchte Jahre, um sprechen zu lernen. Und wenn sie von Gleichaltrigen damit konfrontiert wurde, wurde sie gemobbt. Als sie älter wurde, tauschte sie Make-up, um ihre Gesichtszüge zu verbergen, gegen Schleier ein. Schließlich nahm sie 1935... Alter, aber der Mund, das ist ja krass, ne? Das ist ja krass. Wow, wie geht das? Es gibt so viele Phänomene, ne? Das ist Wahnsinn. ...sich in dem Wettbewerb die hässlichste Frau teil und gewann, was ihr einen Platz in einem Wanderzirkus einbrachte. Boah, das ist so demütigend. ...und ihrer gesamten Karriere als profitabler Zirkusstar mochte Grace es weiterhin nicht, wenn man sie fotografierte. Daher die berüchtigten Fotos, auf denen sie im Hintergrund statt im Vordergrund zu sehen ist. Was macht euch einzigartig? Also ja, ey, mir tun diese Leute alle leid. Die meisten, die einzigartig sind.
Also, naja, einige davon sind einzigartig cool, einzigartig schön. Andere davon haben tatsächlich Pech, weil es manchmal solche Sachen gibt. Aber ja, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid trotzdem gesund. Jeder von uns hat irgendwas. Manche haben größere Krankheiten, manche kleinere. Aber so ist es halt, Leute, man kann sich das nicht aussuchen. Und ja, ich würde an der Stelle sagen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus, haut rein und ciao!